Ja. Jetzt. Sehr schön, exzellent. Ja, herzlich willkommen. Die Vorfreude steigt. Ich habe vorhin mal in den Archiven gekramt und diesen uralten Flyer von der Learners Convention 2019 rausgekramt. Über 3 Jahre ist das her, dass wir uns in Präsenz gesehen haben. 2 Jahre jetzt in virtuell und jetzt nächste Woche endlich wieder in Hybrid. Also ich sage nicht endlich wieder in Präsenz, sondern wir sind in Hybrid. Wir wollen beides zusammenbringen. Wir haben, ich hatte es gerade vorhin schon mal gesagt, ungefähr, also knappe, ich glaube, 98 Teilnehmer sind im Moment vor Ort angemeldet und Teilnehmerinnen natürlich und irgendwie gut über 100 online. Es gibt bis Freitag 12 Uhr noch die Möglichkeit für Vor-Ort-Tickets, da sage ich nachher auch noch was dazu. Online-Tickets kann man sich jederzeit noch klicken. Also das wird auf jeden Fall eine coole und große Veranstaltung, denke ich. Und wie in Vergangenheit auch, haben wir ja die letzten Jahre auch immer schon gemacht, dass wir so vorab eine Webkonferenz machen, wo wir das einmal alles so ein bisschen erklären, wie das abläuft. Ne, weil wir, glaube ich, vom Tooling und der Komplexität vielleicht eine Stufe mehr Dinge verwenden, als man das von so einer klassischen Business-Konferenz kennt, wo man einfach hingeht und ein gedrucktes Programm in die Hand bekommt. Also da gibt es mehr Ich glaube, das sind Möglichkeiten. mindestens Ja. 4 Stufen mehr, Simon. Ach komm. Da gibt es genug Konferenzen, die auch coole Sachen machen. Genau, also auf jeden Fall ist die Idee, dass wir euch das heute einmal zeigen. Ihr habt keine Berührungsängste an unseren Tools und auch im Format und so kann man nichts kaputt machen. Also LernOS hat da viel mit Lernen und Ausprobieren zu tun. Also seid ermutigt, macht einfach Dinge. Das meiste kann man in der Regel hinterher wieder reparieren. Für uns ist alles okay, solange nicht irgendwie kleine Katzen zu Schaden kommen. Das wollen wir nicht. Genau, wir haben ein paar Folien vorbereitet, die wird man nachher auch bereitstellen, um euch einfach mal zu zeigen, wie so das Ganze abläuft. Wir haben auch viele Menschen aus dem Orga-Team da, das würde ich auch gleich nochmal vorstellen, weil natürlich hinter den Kulissen von so einer hybriden Veranstaltung, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört an der einen oder anderen Stelle, natürlich mehr Leute werkeln müssen als bei einer reinen Online-Veranstaltung oder bei einer Präsenzveranstaltung. Das ist natürlich ein bisschen komplexer. Haben auch durchaus gemerkt jetzt dieses Jahr, ne, viele Sachen waren wir gar nicht mehr so gewohnt für Präsenz irgendwie. Da müssen Steckdosenleisten organisiert werden und Einlassbändchen und irgendwelche Check-in-Apps. Das hat man jetzt 3 Jahre lang nicht mehr gemacht. Aber die zeigen wir euch auch gleich. Ne? Orga-Team würde einen Ablauf erklären, ein bisschen auf die Themen eingehen. Da gab es ja diese Space Map, hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen. Wir haben das Programm, würde ich euch zeigen, also jetzt nicht im Detail, sondern wo ihr es findet, was auch die wichtigsten Seiten sind, um dann bei der Veranstaltung das Programm entsprechend zu finden. Wir haben eine Online-Hilfe gemacht, die wir jetzt auch noch ein bisschen ausbauen, auch mit den Erfahrungen weiter ausbauen. Ich würde natürlich ein bisschen was sagen über das Physische und Hybride. Da haben wir uns einiges überlegt. Das ist vielleicht dann auch wichtig für die Session-Owner, die dann am 6., 7. Sessions machen, die in den Hybridräumen sind. Wir haben also keine reinen Offline-Sessions. Es gibt Räume mit Hybrid und Räume, die rein online sind. Rein offline gibt es nicht. Dann sind viele von euch in dem Slack schon drin. Slack ist so ein bisschen unser Metaversum, also unser Treffpunkt, wo online und offline verschmilzt sozusagen, wo man sich treffen kann, was auch eine wichtige Rolle dann in der Abendveranstaltung spielen wird, wo man sich dann auf virtuellen Sofas audiologisch unterhalten kann. Ne, das ist mal durchaus viel uns überlegt. Ne. Die letzten 2 Jahre waren wir ja einmal in Remo als Tool, einmal in Work Adventure, Venueless als Tool. Und waren der Meinung, dass das beides eigentlich jetzt für das Hybride nicht mehr geeignet ist. Da gibt es aber auch eine eigene Warm-up-Session dazu, mit der mal aufgezeichnet. Da könnten wir euch dann den Link auch noch bereitstellen. Aber kurz erzählen werden wir es. Nicole hat ein super cooles Whiteboard vorbereitet als Dokumentation. Da werden wir heute drüber sprechen. Und dann ist natürlich ja, viel Raum dann am Ende auch noch für eure Fragen. Also ich hoffe, dass der Input nicht mehr als so für eine Stunde, 20 Minuten. 20 Minuten werden wir wahrscheinlich brauchen, dauert. Und danach habt ihr die Möglichkeit, im Slack, also wer den Slack-Zugang schon hat, wer ein Ticket hat, da mal reinzugehen. Ab jetzt aber auch dann die nächsten Tage die Möglichkeit und dort die Audio-Chat-Funktion mal zu nutzen, weil das werden wir verwenden als so virtuelle Sofas quasi. Also da kann man, wer in Clubhouse schon mal war oder Twitter Spaces mitgemacht hat, nur sich so gemeinsam in den Raum begeben, und kann da miteinander quatschen. Ja, das soll so ein bisschen diesen, was man von Konferenzen kennt, den Conference Hallway, also so diesen einen Ort, wo alle sich austauschen können, wo kleine Grüppchen entstehen, nachbilden. Das zeigen wir aber auch noch. Genau, Orga-Team ist mittlerweile oder dieses Jahr so groß, dass ich jetzt nicht alle vorlese. Ihr könnt da
selber lesen, wer was macht dort. Viele sind auch hier. Den Nicole sehe ich, den Christian sehe ich, den Karl-Heinz sehe ich. Also wir haben durchaus die viele einzelne Arbeitspakete gehabt. Ne? Das heißt, das gesamte Veranstaltungsdesign, auch dann so Sachen wie Moderation sich zu überlegen, ne? wie das funktioniert im Hybriden. Dann seht ihr, da gibt es zwei Menschen, Hans und Kurt mit Hybrid Support. Also wir haben in den Räumen dann auch Menschen, die euch helfen bei den hybriden Sessions. Also da haben wir versucht, und da bin ich auch heilfroh drum, dass das so viele Leute sind, ne, möglichst viel Gehirnschmalz zusammenzubringen. Da sind ja viele erfahrene Veranstaltungsmacher auch dabei, da so ein bisschen Best-of-Know-how reinzubringen. Und wie jedes Mal bei der LostCon, habt ihr vielleicht hier in dem gesehen, was ich reingehalten habe, da waren wir ja 2019 so ein bisschen im Hardrock-Café-Design. Dieses Jahr ist die Macht des Wissens mit uns. Also wir sind so im Star-Wars-Design angelehnt und haben natürlich Yoda mit der Macht im Hintergrund für alle Probleme, die wir im Orga-Team nicht lösen konnten. Genau, das ist das Orga-Team. Dann schauen wir mal weiter. Ablauf. Ich würde dann auch gerne hinterher nochmal im Detail reinschauen. Also wir haben, ich mache mal hier meinen Laserpointer an. Wir sind jetzt hier, wir haben vorab Webkonferenz. Wir werden heute am Nachmittag, ab jetzt stimmt nicht ganz, so einen Slack-Kanal mit Vorstellungsrunde aufmachen, wo ihr euch schon mal so ein bisschen reinposten könnt, wer ihr seid, was ihr macht. Ihr könnt euch auf dem Whiteboard verorten in der Space Map. Auch die ist verlinkt im Slack. Ne? Da kann man sich so positionieren, an welcher Stelle, bei welchem Schlagwort würde ich mich denn sehen thematisch. Wir haben 4 Sessionplätze noch frei. Also es gab ja den Call for Participation. Viele Sessionplätze sind schon belegt. Es gibt 4 freie noch. 2 in Hybridräumen, 2 in Online-Räumen. Ich werde heute Nachmittag auch, wenn ich den Vorstellungsrundenkanal anlege, auch einen Session-Pitch-Kanal noch anlegen. Wer noch eine Idee für eine Session hat, kann die da reinpacken bis morgen 12 Uhr. Und dann machen wir morgen 12 Uhr bis Freitag 12 Uhr nochmal ein Voting auf den Sessions, die da drin sind. Also da könnt ihr mit Daumen hoch quasi sagen, für welche Sessions ihr votet. Und die Top 4, die dann gewählt sind, nehmen wir noch ins Programm, sodass es dann quasi am Freitagnachmittag irgendwann die finale Version des Programms gibt. Auch noch vorher hatte ich auch schon mal in den Infomails geschrieben, ist optional, wir finden dieses Jahr so eingebettet ins Nürnberger Digitalfestival statt. Das hat sich so entwickelt aus dem Webmontag hier. Irgendwann war es mal die Nürnberg Web Week. Mittlerweile ist das eine Veranstaltung, die eine ganze Woche geht und ich glaube 300 Einzelveranstaltungen hat. Davon sind wir eine. Und wir hatten damals 2019 auch gesagt, wer am Abend vorher schon kommt, der kann ins Hardrock-Café mitkommen. Da haben wir uns getroffen, einfach auf ein Bierchen. Ja, und das hat man jetzt in den Mails mehrfach angekündigt, dass wir uns da treffen auf der Opening Night. Hier steht noch kostenloses Ticket notwendig. Und früh waren es noch 2, jetzt gibt es leider keins mehr. Also das heißt, die Tickets für die Opening Nights sind leider schon weg. Falls jemand unbedingt noch kommen will und keines hat, dann schreibt im Slack mal, dann versuchen wir über die Organizer von der Webweek noch eins zu bekommen. Irgendwie 1-2 Leute kriegt man da bestimmt noch unter, kann ich mir vorstellen. Genau, wichtig vielleicht dann der 5.7., 6.7. Wir starten ja nachmittags um 13 Uhr, geht die Veranstaltung los. Also die ist so 1,5-tägig mit Abendveranstaltung. Wer sagt, er will so ein bisschen beim Aufbau noch mithelfen, da werden viel Kleinigkeiten sein in Nürnberg noch, wir haben es mal Helping Hands genannt, der kann gern ab 10 schon kommen. So richtig eröffnen mit Tickets scannen und so, werden wir um 11 Uhr. Also ihr könnt ab 11 Uhr kommen, wir haben kein Mittagessen an dem 5.7., also da müsst ihr euch irgendwie selber versorgen, bis es dann um 13 Uhr losgeht. Da ist eine wichtige Besonderheit, wir haben ja immer die ersten 2 Stunden, also die Impulsvorträge, die streamen wir offen für alle. Na, das heißt, die laufen über YouTube Live und LinkedIn Live, den Livestream. Müsst euch eigentlich gar keinen großen Kopf machen, weil die ganzen Links, die ganzen Zugangslinks, die sind alle im Programm. Also über das Programm kommt er dann zu den Zugängen. Na, dann ist eine Pause 15 bis 16 Uhr. 16 Uhr machen wir Vorstellungsrunde wie im Barcamp üblich. Dann kommen die Lightning Talks und so weiter. Ab dann läuft es eigentlich komplett in Teams und Slack. Na, auch da wichtig zu wissen, in Teams sind die Chats deaktiviert. Weil wir die Chats für die Räume in Slack haben. Also jeder Raum hat einen Chat in Slack. An jedem Raum gibt es so QR-Codes. Wenn man reingeht, scannt man den einmal ab und ist sozusagen mit seinem Gerät direkt in dem Chat drinnen. Vielleicht habt ihr das Schlagwort Second Screen schon mal gehört. Also so, wir empfehlen für alle, die kommen, gerade jetzt zu Hause oder auch vor Ort, so eine Second Screen-Strategie, dass man vielleicht einen Laptop mitnimmt und parallel ein Smartphone oder ein Tablet, iPad oder irgendwas hat für Slack drauf, dass man den Chat nutzen kann oder dann auch in den Audio-Chat rein kann.
Und der zweite Tag, den kennt ihr ja, da läuft so im klassischen Konferenz-Unkonferenz-Format ab. Da machen wir früh Begrüßung, falls wir es nicht schaffen sollten, die Vorstellungsrunde hier durchzukriegen oder Leute auch am Tag 2 erst dazukommen, dann können die da noch reinspringen. Wichtig ist, dass hier dann alle Sessions vorgestellt werden. Also wir haben 6 Tracks parallel, 4 Tracks hintereinander, 24 Sessions. Parallel dazu gibt es 4 Assemblies, also Orte, wo Austausch an Tischen stattfinden kann. All das wird dann vorgestellt, damit ihr früh quasi vor 10 Uhr das gesamte Programm kennt. Falls ihr irgendwie zu Einzelfolien oder Inhalten schon Fragen habt, könnt ihr gerne die Hand in Teams heben, dann kann man die zwischenrein beantworten auch schon. Ne? Da müssen wir nicht am Ende wieder zurückspringen. Ich versuche da so ein bisschen Auge zu haben auf die Hände. Genau, die Themen, das macht vielleicht Sinn, sich die vorher schon mal anzuschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Na, wir haben so eine Wissenslandkarte erstellt, also wir haben halt so Themen gesammelt von LernOS, überall wo es hier gelb ist, müsst ihr natürlich nicht lesen können, überall wo hier gelb ist, sind irgendwie Themen, die zentral sind in LernOS-Leitfäden oder in LernOS-Konzepten. Wir haben versucht, das so ein bisschen zu clustern, da sind wir hier quasi links auf so ein ganze New Ways of Working Universum gestoßen, also New Ways of Leading, ne, führen in der Wissensgesellschaft, New Ways of Learning, New Ways of Working. Dann hier oben so die 21st Century Skills, also was brauchen wir eigentlich als Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen für Fähigkeiten, 21. Jahrhundert. Dann gibt es hier so ein Ask Modern Workplace, also da ist die ganze Schiene Enterprise Social Network, Office 365 bis hin zu, dem virtuellen Headquarter oder dem Metaversum. Und hier unten der erste ist quasi Tools und Methoden für Arbeiten und Lernen im 21. Jahrhundert. Na, da ist hier der Blog verlinkt in den Folien. Da könnt ihr mal reingucken. Alle, die nach Nürnberg kommen, das ist ein bisschen schade, da wäre der Versand zu teuer gewesen, bekommen Poster gedruckt, in die Hand gedrückt. Also wir haben A1-Poster gedruckt. Alle anderen finden es hier zum Download. Falls wir uns irgendwo mal treffen oder irgendeinen Weg habt, dass ihr sagt, ein Kollege von euch kommt, Kollegin, gebt dem zweites Poster mit, sagt da einfach Bescheid. Also idealerweise versorgt mal jeden mit einem Poster. Na, wir haben genug. Da müssen wir nur schauen, wie wir die Logistik machen. Sonst hätten wir alle so große Rollen verschicken müssen. Ne? Das hat nicht zum Nachhaltigkeitskonzept gepasst. Genau, Programm. Das ist wahrscheinlich der Link, den ihr euch alle am besten im Browser speichern sollten. doscon22.cognion.de. Denn das ist so die zentrale Anlaufstelle eigentlich für alles. Da findet ihr das Programm, da findet ihr die Einwahllinks. Da gibt es verschiedene Funktionen. Die würde ich auch einmal kurz direkt zeigen. Moment, wo ich das Programm hier, zu viele Fenster, no, so sieht das aus. Das springt auch automatisch immer an die Stellen, wo gerade die entsprechende Uhrzeit und Datum steht. Ne? Also wenn ihr das, sagen wir mal, am Dienstag um 15 Uhr aufmacht, dann steht hier eine rote Linie. Das heißt, ihr seht sofort, was als nächstes für ein Programmpunkt kommt. Wie man sieht, sind wir quasi am ersten Tag, am Dienstag Single Track. Also da findet quasi alles nacheinander statt. Wenn man dann so ein bisschen weiter runterkommt, ne, dann sieht man, hier kommen dann die parallelen Tracks an Tag 2. Da ist zwar die Eröffnung noch gemeinsam, aber die einzelnen Sessions sind dann parallel zueinander. Ne, man sieht schon hier, wenn man hier über einen Eintrag geht, hat man hier so die Möglichkeit, Sterne zu setzen. Das ist sozusagen eure Favoritenfunktion. So könnt ihr euch euer eigenes Programm aussuchen. Ich habe gesehen, Benedikt Meyer hat dort Frühclub auf LinkedIn schon seine Selektion gepostet, irgendwie, wo er hingehen will. Der hat es rausgeschrieben, aber man kann es im Prinzip auch mit so Sternen machen. Dann taucht hier oben die Favoriten auf. Wenn ich hier auf Favoriten klicke, sehe ich sozusagen alle, die ich mir rausgepickt habe. Dann erschlägt einen vielleicht das Programm nicht so sehr. Kann man natürlich auch wieder entfavorisieren, wenn man das nicht will. Wenn ihr das ganze Programm in eurem Kalender haben wollt, gibt es hier oben rechts unter diesem Dropdown ein iCal-Link versteckt. Damit könnt ihr es in Outlook euch exportieren oder welches Kalendertool ihr nutzt. Wenn ihr ein bisschen nach rechts geht, erscheint hier ein QR-Code. Damit kann ich es mit dem Smartphone scannen und habe es dann im iPhone oder im Android, je nachdem, was ihr da für eine Kalender-App habt, drin. Na, dürft ihr nicht erschrecken, weil da seht ihr sozusagen im Kalender jeder Programmpunkt dann einzeln drinnen zusammen. Und was es noch für Möglichkeit gibt, das sieht man hier. Irgendeiner überlegt ein bisschen laut, vielleicht Mikro kurz muten. Ihr könnt hier auch auf die Vortragenden umschalten, ne? Dann kippt das Verzeichnis und dann sieht man quasi alle Leute, die irgendwie im Programm aktiv sind. Und ihr seht dann unterhalb der Person auch immer, was die Session ist. Also hier könnt ihr jetzt beim Gerrit auf die Session klicken, dann lande ich bei der Session.
bei Leuten, die mehr als eine Session haben, da die Isabel zum Beispiel, ne, die ist hier in 3 Sessions dabei, dann sehe ich eben alle 3. Ne, so kann ich irgendwie da auch das Programm hier nach Leuten zusammenstellen. Hier oben komme ich wieder zum Programm zurück entsprechend. Ich glaube, das war alles. Genau. Könnte auch, also funktioniert auch responsiv. Das heißt, wenn ihr die Webseite aufmacht auf dem Smartphone, wird es halt entsprechend zusammengeschoben. Die Sessions, die parallel sind, sind dann hintereinander, nicht nebeneinander. Also da, wie gesagt, Tipp, das Bookmarken, das werde ich oft brauchen an den 2 Tagen. Im Abendprogramm, da gibt es verschiedene Dinge. Da wird auch noch im, da steht noch nicht viel drin im Programm. Das müssen wir jetzt noch füllen. Also was uns wichtig ist, was jetzt sehr lange ausgefallen ist, ist so, dass man wirklich zusammensitzen kann, Pläne schmieden kann, sich austauschen kann, Serendipity-Effekt, also neue Leute kennenlernt. Na, das heißt, in der Burg wird es einfach dadurch abgebildet sein, dass man dort wie in so einem Dinner-Situation überall Tische stehen haben, wo man sitzen kann, Sofas hat auf der Empore oben. Und da werden wir, da kommen wir dann bei Slack noch drauf, dieses Slack-Huddle-Feature verwenden, dass man eben auch so virtuelle Orte hat, wo man zusammensitzen kann. Also das heißt, für euch zu Hause eh für Audioqualität sinnvollerweise ein Headset irgendwie dabei nutzen, ne, damit wir da keine Störgeräusche haben. Auch für alle Leute, die vor Ort kommen, macht es Sinn, irgendwie eine Art Headset dabei zu haben. Ne? Sei das jetzt ein Smartphone mit einem Headset dran oder ja, weiß ich nicht, ein Bluetooth-Headset, ne? Also da gibt es ja ganz verschiedene Modelle oder auch im einfachsten Fall so ein kabelgebundenes, ne? Die nutze ich auch gern. Also irgendwas, womit ihr dann an diesen Audio-Chats teilnehmen könnt. Wir werden ein Experiment machen, nämlich von einem Symphonieorchester eine Musik streamen, die dann auch online verfügbar ist. Also die wird man im Raum hören und ihr könnt da online zuhören. Da sind wir noch ein bisschen am Experimentieren, wird auch im Programm dann verlinkt sein, also dass ihr zu Hause, wenn ihr wollt, die gleiche Musik hören könnt, wie wir vor Ort hören. Wir werden wahrscheinlich so gegen 21 Uhr einen Star Wars Kurzfilm aus der Fangemeinde schauen. Idealerweise, da sind wir gerade auch noch dran, im Moment sieht es noch nicht so gut aus, aber ich hoffe noch mit dem Regisseur, der den gedreht hat, aus dem Community-Projekt. Und wir haben wieder, einige von euch waren ja da jetzt am Vorbereitungstermin schon dabei, wieder abends so ein Mindtest-Projekt. Also wir bauen gemeinsam in Mindtest, in dem Spiel. Das kam ursprünglich mal daher, dass wir gesagt haben, bei so Konferenzen, die online waren, war es immer blöd, dass man tagsüber, wenn man jetzt zu Hause teilgenommen hat, in der Videokonferenz war. Und wenn man dann der Familie gesagt hat, jetzt komme ich aber nicht zum Abendessen und bin auch abend nicht da, sondern bleib in meinem Zimmer und trink dort ein Bierchen mit anderen, dann wurde man da komisch angeschaut. Dann haben wir 2020 schon gesagt, wir wollen irgendwie was machen, was so Wetten-das-Effekt am Abend potenziell für die ganze Familie ist, ne, wo andere auch mitmachen können. Ne, und deswegen bauen wir da eben in dem Spiel Mindtest. Da waren schon die Patenkind vom Hans und die Tochter von der Susan und haben sich die Kinder da kennengelernt. Da gibt es einen Weblog dazu, wenn ihr mal guckt auf der LostCon-Webseite. Und wir werden abends in der Burg auch einen LAN-Party-Raum oder WLAN-Party-Raum haben, wo sozusagen dauerhaft auf dem Beamer dann dieses Bauprojekt läuft und wir auch in einer Audiokonferenz sind und ihr da ein bisschen reinschauen und vor allen Dingen auch mitmachen könnt. Ich weiß nicht, ob der Susan ist, glaube ich, nicht da, ob der Magnus da ist. Magnus, wenn du da bist, könntest du kurz was sagen noch dazu. Sonst machen wir das aber dann vor Ort auch, wenn wir das Abendprogramm vorstellen. Genau, und es wird nochmal so zwischen 19 und 19.15 Uhr die Bühne geben für alle neuen Leitfäden und Leitfadenideen. Also alle Leitfäden, die es letztes Jahr bei der Learners Convention noch nicht gab. Die können da 1, 2, 2,5 Minuten was zu ihrem Leitfaden sagen. Und es gibt zum Beispiel für Innovationsmanagement und auch für Nachhaltigkeit jetzt Teams, die Leitfäden schreiben wollen. Auch die werden kurz berichten, wo sie stehen, was sie vorhaben, wie man mitmachen kann. Also das, wie gesagt, im Moment steht noch nicht viel drin im Programm, aber das werden wir noch füllen. Genau, wir freuen uns über alle, die bei Weintest mitmachen. Ich bin tatsächlich da. Sehr schön. Ja. Und nebenbei noch am Mittagessen, weil ich nicht von Termin zu Termin hüpfe heute. Das finde ich okay. Von daher, also wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Am besten vorher schon mal im Blog nachlesen, was wir tatsächlich vorhaben. Weil es macht Sinn, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr euch vorher schon mal den Weintest-Client auf den Rechner runterladet. Das geht auf einem Windows-Rechner am einfachsten. Auf Android läuft es auch, auf iOS gibt es leider keine App. Also. Genau, ich mache das mal gerade, ich stecke es euch in den Chat, also falls da jemand Lust drauf kriegt oder auch Kinder zu Hause, die Minecraft spielen und diesmal dafür vielleicht begeistern kann.
Wir haben ein eigenes Pad gemacht, so wie macht man mit in 5 Schritten. Ne, die sind hier beschrieben. Da ist auch beschrieben, wie man diese Spielesoftware bekommt. Mindtest ist ein Open-Source-Klon von Minecraft, also kann man sich kostenlos runterladen. Und wir haben halt einen selbstbetriebenen Server, auf dem wir dann spielen gemeinsam. Also das sind wir auch unter uns, das ist kein öffentlicher Server. Und das sind auch schon, im Slack habt ihr das vielleicht gesehen, gibt es einen eigenen Kanal Mindtest. Da sind auch schon Bilder, da ist schon der erste Yoda gebaut. Und das ist auch unser Programm eigentlich, so ein bisschen. Genau. Mindtest Serious Play habe ich im Chat geschrieben. Um dieses andere Wort, das darf man ja nicht sagen, tatsächlich zum Motto All Creatures Welcome, tatsächlich etwas zu entwerfen, eure Ideen da umzusetzen. Ob das jetzt wieder ein Yoda oder eine Darth Vader Figur ist oder ob das vielleicht ein inklusiver Raum ist, wo alle Kreaturen willkommen sind, dann schauen wir mal, was euch da alles zu dem Motto einfällt. Auch vielleicht so ein schöner erster Schritt. Fragen kommt gern auf Susanne und mich zu, dann helfen wir gern. Genau. Schöner erster Schritt in Richtung Metaversum, ne? Da werden wir uns in den nächsten Jahren sicher auch noch öfter mal mit beschäftigen müssen. Ja, dann Online-Hilfe. Wir versuchen irgendwie alles, was uns auffällt, wo Leute Schwierigkeiten haben, in eine Online-Hilfe zu packen. Und die ist leider toolbedingt ein bisschen versteckt. Die ist nämlich im Programm unten rechts. Aber wenn ihr das einmal geübt habt, ist das kein Problem. Also wenn ihr im Programm seid, einmal Mausrad nach unten drehen, unten rechts steht Hilfe. Dort haben wir alles gesammelt, was für alle vielleicht relevant ist, was für Leute relevant ist, die vor Ort kommen, was für Session-Owner, Session-Ownerinnen relevant ist, was für Lightning-Talk-Speaker relevant ist. Und alles, was uns jetzt so auffällt, wo jemand Fragen stellt, wo jemand an Infodesk kommt, würden wir hier ergänzen, auch Links ergänzen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Frage oder Problem habt und es ist gerade keiner erreichbar, ist das vielleicht der Ort, wo ihr aufschlagt. Ansonsten gibt es im Slack den Infodesk-Kanal. Da wird immer jemand mitlesen. Jetzt im Moment noch nicht. Also da dürft ihr nicht erwarten, dass da ihr innerhalb von 5 Minuten Rückmeldung habt. Aber bei der Veranstaltung dann schon. Und wenn es nicht ganz so dringend ist, gibt es die E-Mail loscon22@cognion.io. Da schaut quasi auch das ganze Helpdesk-Team drauf. Na, falls irgendwas nicht klappt oder irgendwo nicht reinkommt oder so, dann habt ihr da die Möglichkeit. Genau, jetzt ein wichtiger Punkt für das Hybride. Also ihr habt oben schon mal so einen kleinen Sneak Preview, gab es auch einen extra Blog dazu, wie die Location vor Ort aussieht. Also hier da dieser dunkelbraune Eingang, da oben geht es rein, das ist so der große Saal. Rechts an der Wand sind dann unsere Breakout-Räume. Wir haben 4 Breakout-Räume, die mit dem hybriden Meeting-Kit ausgestattet sind. 2 große, 2 kleine und 2 reine Online-Räume im Programm. Ich bringe jetzt nicht nochmal zurück im Programm. Die 4 linken Räume sind die Hybridräume und die 2 rechten Räume sind die reinen Online-Räume. Technologisch sind das alles Teams-Konferenzen, die wir eingerichtet haben. Der Chat zum Raum, hatte ich gesagt, ist in Slack, nicht in Teams. Ne? Also zum Beispiel der Raum Yoda, der hat einen Kanal, der heißt #RaumYoda. Ne, das haben wir deswegen gemacht, weil je nachdem, aus welchen Tenants ihr kommt, ist es oft so, dass ihr dann hinterher keinen Zugriff mehr auf den Chat habt zum Beispiel. Und dann hat man immer so Fragestellungen wie, der Carsten hat doch da den coolen Link gepostet, wo ist der eigentlich? Ja, und dann ist es nicht durchsuchbar und vielleicht ist der Link weg. Ja, deswegen haben wir gesagt, verlagern wir quasi den Chat komplett in Slack. Und in den Räumen, da sind sozusagen solche Hybrid-Meeting-Kits verbaut. Diejenigen von euch, die in Hamburg beim Corporate Learning Camp waren, haben sowas Ähnliches schon mal gesehen. Ja, also das heißt, wir haben so auf der einen Seite ganz einfach, ne, das wäre hier diese Freisprecheinrichtung in den kleinen Raum, wenn ich nur mit 4, 5 Leuten sitze, dann kann ich sowas verwenden, das kennt ihr ja aus den ganzen Besprechungen. Das Interessante sind eigentlich diese Funkmikrofone, das ist so ein Set, das ist ein Empfänger und 2 Sender, also ich habe 2 Mikrofone und der Trick, man kann diese Mikrofone in so einen Würfel stecken hier, wie man links sieht, da ist einfach bei der 6 ein Schnitt reingemacht und da wird das reingesteckt. Na, und das hat den Vorteil, dass ich den Würfel dann im Raum hin und her werfen kann. Und damit stellen wir uns vor, dass es so jetzt für die Sessions-Owner so 2 Haupt-Settings gibt. Das eine ist, wenn ich jetzt so einen Impulsvortrag mache und mache am Ende eine Q&A oder Fragerunde, dann könnte ich mir ein Mikrofon nicht in Würfel stecken, sondern hier oben ranklipsen an Kragen. Da bin ich die ganze Zeit gut zu hören, egal wo ich rumlaufe im Raum. Und dann verwende ich den Würfel, das zweite Mikrofon quasi, als Mikrofon für das Publikum. Immer der, der spricht, muss dieses Mikrofon haben. Ne, der zweite Punkt hier mit 2 Würfeln wäre, wenn ich eine Session habe, die sehr interaktiv ist, also was ich stelle eine Frage in den Raum und dann wird gebrainstormt dazu, dann kann man beide Mikrofone in den Würfel stecken, ne, weil dann kann der eine sprechen und der Würfel wandert parallel schon mal zu der Person, die dann als nächstes spricht.
Na, dann wird der Redefluss nicht so unterbrochen. Also dann geht es schneller und dynamischer. Na, Lautsprecher in allen drei Settings ist immer die Freisprecheinrichtung, die da drin steht. Na, nachdem man das jetzt im Corporate Learning Camp hat es schon sehr gut funktioniert mit den Würfeln, kam auch in der Feedbackrunde sehr gut an. Und damit wir da noch so ein bisschen auch forschen, was da gut ist, was schlecht ist, was wir noch verbessern könnten, wird der Hans, da hängen dann solche Ausdrucke aus in den Räumen, das auch systematisch evaluieren hinterher. Also das heißt, wenn ihr aus der Session rausgeht, scannt man einmal den QR-Code da drauf und kann dann quasi sein Feedback zu der jeweiligen Session, zu dem Setup da reingeben und wir teilen dann hinterher, weiß nicht, wie lange es dauert, die Auswertung, wahrscheinlich einen Monat später oder so, die Erfahrungen mit euch, ne? Weil ich denke, viele von euch werden auch in den Firmen und so weiter jetzt mehr hybride Setups auch haben. Ne? Und da haben wir gesagt, wollen wir so ein bisschen systematisch auch daraus lernen. Genau, Corona-Maßnahmen. Wir haben kein formales Corona-Konzept mehr. Das braucht man aktuell nicht. Wahrscheinlich nach September oder so wird man es wieder brauchen. Nichtsdestotrotz haben wir den Community-Slogan Be excellent to each other. Also das heißt, wir wollen gucken, dass sich da jeder wohlfühlt. Hauptmaßnahme von unserer Seite aus war, dass wir die Location halt deutlich geringer auslasten, als wir könnten. In der Maximalausbaustufe könnten da 250 Leute rein. Normal sind so Veranstaltungen mit gut 200 Leuten und wir haben gesagt, wir wollen vor Ort irgendwie so um die 100 sein. Absolutes Limit wäre 150 gewesen, da hätte man dann mit Laufwegen, Masken und so weiter agieren müssen. Bei 100 kann man sich da gut aus dem Weg gehen bzw. gut Abstand halten. Ja, das heißt, Nachweise braucht er nicht, aber haltet Abstand, schaut, Hygieneregeln haben wir jetzt 2 Jahre geübt, Hände waschen, wir haben Desinfektion vor Ort und vor allen Dingen auch, ich hatte jetzt auf den ersten Präsenzveranstaltungen den Eindruck, dass man so ja, so ein bisschen, wenn man sich das erste Mal gesehen hat, wusste man nicht, umarmt man sich jetzt oder gibt man sich die Hand oder nicht. Ne, irgendwie gibt klare Signale, was ihr wollt, was ihr nicht wollt, auch wenn euch jemand zu nahe kommt. Ne, das muss völlig okay sein, wenn ihr da eine Maske haben wollt oder wenn ihr sagt, ich möchte, dass ein Platz frei ist neben mir oder so. Ne, da soll sich jeder wohlfühlen. Also schaut da, dass das passt. Das ist natürlich nur für vor Ort. Zu Hause ist man sicher. Genau, Slack. Ihr müsstet alle Slack-Einladungen haben, also alle, die sich ein Ticket klicken, kriegen mit der Anmeldungsmail ein Slack-Invite. Wir werden auch nochmal die Leute, die sich neu angemeldet haben, am Montag dann wahrscheinlich in dem Lauf nochmal einladen. In der Warm-Up-Session am Dienstag, gestern war das, genau, mit Gerti, haben wir über Slack sehr ausführlich gesprochen. Da gibt es auch ein Video dazu. Ich würde trotzdem einmal kurz nochmal zeigen, was so die wichtigsten Eckpunkte sind. Also wenn ihr in dem Slack drin seid, in der linken Seitenleiste habt ihr erstmal oben, ich zeige es vielleicht gleich am Live-Tool, Slack, oben hier beim Kanalnamen gibt es die persönlichen Einstellungen. Das ist wichtig, dass ihr euch die mal anschaut. Also wo kriegt ihr eine Push-Notifikation, wo keine, wo soll das Telefon Ping machen, was ist, wenn in einem Kanal was passiert. Das kennt ihr ja von anderen Tools wie WhatsApp oder Telegram oder Teams oder so auch. Ne? Die wollen dann erstmal möglichst nerven und engagen. Das muss man so einstellen, dass das für einen selber passt. Dann hat man hier drunter die Liste der Kanäle. Wir haben das so eingestellt, weil manche hatten mich schon gefragt, ah, da gibt es ja nur einen Kanal. Wir haben das so eingestellt, dass ihr alle standardmäßig in den Kanal allgemein reinkommt. Das ist so ein bisschen unser schwarzes Brett, so die erste Anlaufstelle wie die Lobby. Das sieht man hier oben, 204 Personen sind da aktuell drin. Und da gab es jetzt alle möglichen Infos schon. Da kann man auch mal, wenn man eine Frage hat oder was rausgefunden hat, reinposten. Und hier oben gibt es dann den Channel Browser oder alle Channels. Dort findet ihr alle Kanäle, die es gibt. Also gibt es jetzt zum Beispiel, ich habe es hier im Screenshare, sehe ich hier Raum R2D2, dann sehe ich, aha, da ist noch nichts, klar, findet ja noch keine Session statt. Hier kann ich aber den Kanal betreten. Und wenn ich ihn betrete, landet er in meiner Kanalliste. Na, dann bin ich dem beigetreten und dann sehe ich ihn dauerhaft hier. Na, da gibt es auf der einen Seite, so auf 2, 3 Kanäle weise ich euch noch hin, die Sandbox, die haben wir mal eingerichtet, ne, den Sandkasten, da kann man einfach mal ausprobieren. Also kann man auch mal irgendwie einen Quatsch posten oder mal mit Markdown posten und ausprobieren. Na, also den solltet ihr euch nicht auf Notifikation stellen, weil da werden dann viele dran rumspielen. Wir haben so einen Suche-Biete-Kanal angelegt. Na, falls jetzt jemand sagt, ich habe noch eine Mitfahrgelegenheit, ich könnte jemanden mitnehmen oder ich suche noch jemanden, der in meiner Session eine Rolle übernimmt oder so. Na, das ist wie so Kleinanzeigen. Wir haben einen Kanal gemacht, Twitter-Wand, da werden automatisch die Tweets reingepostet mit LostCon22 Hashtag.
Und dann gibt es eben, wie man hier oben sieht, für die Assemblies und dann auch für die Räume sozusagen alles einzelne Kanäle. Und wie man da jetzt vielleicht schon gesehen hat, Moment, ich gehe mal in, sagen wir mal beim R2D2, dem trete ich mal bei. Und das könnt ihr dann nachher gerne auch mal ausprobieren, wenn ich in so einem Raum drinnen bin. Ja, Mist, hier geht es natürlich gerade nicht. Ich gehe in den Mindtest-Raum mal rein. Dann sieht man hier unten, ich weiß nicht, ob ihr den Screenshare seht, ganz unten, wo meine Maus ist, unten links, ist so ein ganz kleines Kopfhörersymbol. Wenn ihr im Smartphone seid, ist das oben rechts blöderweise das Kopfhörersymbol. Da kann man diese Huddle-Funktion einschalten. Also das heißt, wenn ich den Schalter umlege, dann startet im Kanal Mindtest eine Audiokonferenz und jeder, der der Audiokonferenz im Kanal beitritt, kann dann miteinander sprechen. Also das ist wirklich wie eine Telefonkonferenz sozusagen. Ja, und da können in unserem Netzwerk bis zu 50 Personen miteinander sprechen. Ja, also da gibt es so schöne Gesprächsrunden. 50 macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Na, aber so ähnlich wie beim LostCon sonst in München, da stand dann mal so 4er, 5er, 6er, 8er Grüppchen zusammen und hat gesprochen. Genau dafür ist es gedacht. Ich kann es auch für ein One-on-One-Gespräch verwenden. Also wenn ich hier oben nochmal bei den Quicklinks auf Leute und Benutzergruppen gehe, na, dann sehe ich hier ein Verzeichnis aller Menschen, wird jetzt geladen. Da könnt ihr euch auch hier oben, wenn ihr jetzt da nur ein Bild quasi habt, ne, könnt ihr oben, wenn ihr hingeht, auf Profil klicken und euer Profil einrichten. Na, und dann könnte ich jetzt hier, ich nehme mal gleich, da steht neben mir der Axel, draufgehen und dann seht ihr hier, ihr könnt ihm eine Nachricht schreiben, ihr könnt ihn auch huddeln. Also ihr könnt auch mit ihm eine Audiokonferenz machen, dann klingelt es bei ihm in der Slack-App, wenn ihr das so eingestellt habt und dann kann man zu zweit sprechen. Aber was ganz schön ist, man hat immer so eine Idee, ob jemand online ist oder nicht. Ihr seht hier so einen grünen Punkt. Alle Leute, die gerade online sind, im Desktop oder im Web oder in der App, haben so einen grünen Punkt nebendran. Ja, schau mal hier, da die Direktnachrichten. Ne? Angelique, Antonia, Frank, Gerti, ne? Da sehe ich überall grüne Punkte. Das heißt, da weiß ich dann, dass die Personen gerade online sind und vielleicht erreichbar sind. Genau, und oben drüber gibt es noch die Suche. Habe ich jetzt nicht gesagt, aber da kann ich das ganze Ding auch durchsuchen. Ne? Einzelne Kanäle oder ganzen Slack. Ne? Und ich sage, irgendjemand hatte doch davor einen Link gepostet und ich kenne noch ein Schlagwort. Also da macht es Sinn, dass ihr das einfach, wenn ihr Slack jetzt nicht täglich nutzt, mal ein bisschen ausprobiert und testet. Die Gerti hat ja auch noch einen schöne Top 5 Tipps Präsentation geteilt. Den Link kann man verlinken, auch noch in der Hilfe. Gestern im Warm-up haben wir ihn schon geteilt. Und dann, glaube ich, müsste man da ganz gut zurechtkommen. Wie gesagt, bis Übung macht den Meister oder die Meisterin. Genau, dann haben wir noch das Whiteboard. Da könntest du vielleicht kurz was dazu sagen, Nicole, wie das aufgebaut ist. Mhm. Wir haben drei große Bereiche letzten Endes. Wir haben im linken Bereich Nummer 1 ist so die Galaxy Map, die ihr ja schon kennt. Das ist auch der Platz, an dem wir uns als Community treffen. Ihr findet direkt daneben so ein paar kleine Zettel vorbereitet, bei denen ihr eure Profile, eure Schlagworte eintragen könnt und euch dann in der Map sozusagen als aufs Wimmelbild setzen. Wir möchten ein galaktisches Wimmelbild erstellen und die Leute oder alle Teilnehmenden dürfen sich zu dem Thema, das an oberster Stelle steht, sozusagen sich dazu ordnen. Im zweiten Bereich ist der vor allem der erste Tag. Die Lightning Talks sind dort im oberen Bereich. Nummer 4 und Nummer 5 sind so allgemeine Hilfe, Hinweise, Texte. Und der große bunte Bereich in der Mitte ist die Dokumentation. Und unter der Dokumentation findet ihr im Bereich, wo der Simon die 3 dran gemacht hat, noch die NanoS-Assemblies. Und da könnt ihr auch über die ganzen anderthalb Tage hinweg sozusagen die Sachen, die ihr miteinander teilt, gute Zitate, die ihr gehört habt, guten Austausch dort hinterlegen, sodass wir dort eine Dokumentation mit am Start haben. In den jeweiligen Sessions findet ihr auch immer noch den Link zu dem jeweiligen Raum, sodass dieser Textchat nicht verloren geht und auch den jeweiligen Link aufs Programm, sodass ihr dort dann immer den Meeting-Link habt. Das heißt, dieses Board ist hauptsächlich für die Dokumentation gedacht und alles, was an Links etc. passiert, bekommt ihr aus dem Programm. Genau, also das gerade der Benjamin schon gefragt, den Link zum Board, also der ist auf der einen Seite, habe ich ihn gerade in den Chat gepostet. Auf der anderen Seite wird er auch hier im Kanal allgemein, das hatte ich jetzt vorhin nicht gezeigt,
bin mir gar nicht sicher, ob er schon verlinkt ist. Moment, ich gehe mal nach oben. Da schaut man nämlich schnell drüber. Hier oben seht ihr, da gibt es so Kanallinks. Ne? Da gibt es das Programm verlinkt, da gibt es die Hilfe verlinkt, da gibt es ein Slack-Tutorial verlinkt. Ne? Und da werde ich noch so ein Kanallesezeichen dazufügen. Können wir vielleicht gleich machen, dann ist es da. Dass ihr sozusagen aus dem Allgemeinkanal auch immer zum Concept Board kommt. Das ersetze ich noch den Text durch Whiteboard. Ne? Dann hat man über Slack auch immer direkt Zugriff auf das Whiteboard. Für die Session Owner, die Leute, die Lightning Talks machen und auch die Leute, die Assemblies machen, ihr könnt gern ab jetzt das Whiteboard schon verwenden, um eure Sessions da vorzubereiten, um da Inhalt drauf zu kopieren, Links drauf zu kopieren, um in das Programm eure Sachen einzutragen. Also das muss nicht erst dann bei der Convention sozusagen selber gefüllt werden. Ne, das könnt ihr gerne ab jetzt schon nutzen. Das Board war letzte Woche, hat es noch ein Passwort. Mittlerweile ist es ohne Passwort frei nutzbar. Genau. So, dann haben wir, glaube ich, alles erstmal erzählt, was wir erzählen wollten und haben noch genug Zeit, um auf Fragen, die es noch gibt, vielleicht einzugehen. Entweder ihr redet einfach los oder wir nutzen die Handfunktion, eins von beiden. Müssen wir mal gucken, wie viele Fragen es gibt. Da kommen schon die ersten. Genau, auch die Sessions machen. Ne? Stellt gern Fragen, wie das mit den Sessions funktioniert, wie das in Räumen ist. Also alles, was euch noch so auf der Seele drückt. Sonst können wir es auch in Slack dann später beantworten. Die Annette ist die Erste. Hallo. Hi. Für mich ist das jetzt online in dem Format ist eher die erste Veranstaltung. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen erschlagen und überfordert, aber ich denke mal, das kriege ich schon hin. Eine Frage, die ich stellen wollte, ist, ich habe so geplant, dass ich die 2 Tage nächste Woche mit meinem Arbeitsrechner, also dass ich da reingehe. Da weiß ich schon, dass Slack nicht geht. Das habe ich mir auf dem Handy schon runtergeladen. Komme ich jetzt mit den zwei, also komme ich mit dem Link dann über einen Arbeitsrechner rein, weil heute hat es ja geklappt, da habe ich mir den per E-Mail geschickt, jetzt von Slack rübergeschickt auf per E-Mail sozusagen und bin dann rein und das hat gut funktioniert. Und das funktioniert dann so auch am Dienstag, genau, oder? Am Dienstag. Also die Eröffnung in dem Programm, ne? Den Link müsstest du dir bookmarken, auf das Programm müsstest du Zugriff haben, das würde ich mal testen, ne? loscon22.cognion.de, das ist aber eine einfache Webseite, die dürfte nicht blockiert sein. Der Eröffnung kannst du entweder auf LinkedIn oder YouTube zuschauen. Das ist in der Regel nicht blockiert. Und alle Sessions sind in Teams, die quasi von dem Tenant kommen, wo wir jetzt drin sind. Also wenn du jetzt reinkommst, ist es die gleiche Art von Session nächste Woche dann. Das sind die einzigen Tools im Einsatz. Alles klar, dankeschön. Okay, die Birte. Ja, hallo. Eine ganz kurze Frage nochmal für den Impulsvortrag, Beitrag. Über Teams gehe ich aber nicht rein, oder? Als derjenige, der vorträgt? Nee, wir hatten das ja getestet schon. Ne? Genau. Also alle, die einen Impulsvortrag machen, das ist ja neben dir der Carsten, der vor Ort ist, der muss sich um nichts kümmern. Die Julia Bangert und du, ihr beide kommt über StreamYard rein. Das ist das, was wir getestet haben zusammen. Genau, das ist immer noch derselbe Link. Das wird ein anderer Link sein, aber du kriegst eine Einladung dafür in den Kalender. Achso, das war die Frage, genau, ob ich den nutze oder nicht. Aber da kommt noch was, alles klar. So ist es. Kann ich mich entspannen. Genau. Danke. Entspann dich. Der Armin. Ja, hallo. Also ich freue mich tierisch auf das Event. Ich habe mich erst heute Vormittag angemeldet, weil ich eigentlich nicht konnte, aber jetzt doch. Aber vielleicht interessiert es ja andere auch. Einerseits mit dem Firmen-PC habe ich gemerkt, geht es nicht. Das denke ich mal, wird einige treffen. Muss mal Slack meinst du oder was? Mitbringen. Slack, ja. Die zweite Frage ist, ihr habt es sehr oft von wir gesprochen. Vielleicht bin ich jetzt nicht so gut vorbereitet, aber wer ist denn wir? Seid ihr ein Netzwerk oder ist da eine Firma dahinter? Wer ist das wir? Wer ist Organisator? Lerno ist Community. Also Veranstalter ganz formell ist die Cognion Akademie in Nürnberg. Das ist eine kleine Firma mit 4 Leuten, die Beratung im Bereich Wissensmanagement, Lern der Organisation macht. Und wir haben 2016 angefangen, unser Know-how aus Wissensmanagement-Projekten in so offen verfügbaren Leitfäden zu sammeln. Und die haben den Namen LernOS. Das findest du unter lernos.org. Und darum hat sich so eine Community entwickelt, ne? Menschen, die Leitfäden schreiben. Und quasi die LernOS-Convention ist so das jährliche Treffen dieser Community. Klasse, super. Ich glaube, da werde ich mich auch beteiligen können. Danke. Sehr gut, das freut mich. Dann der Boris. Ja, hallo in die Runde. Ich habe noch mal eine Frage zum Einbar-Link für meine Session. Der Link kommt noch oder wo finde ich den?
Genau, die Links kommen alle, werden Montag im Laufe des Tages eingefüllt. Ne? Und da, wo im Programm deine Session heute ist, sieht man dann automatisch ein neues Feld noch mit dem Einwahllink. Das wollte man nur vorher nicht, dass das nicht irgendwo die Runde macht und dann wir irgendwelche Vandalen in den Sessions drin haben. Ne? Genau, aber da, wo deine Session im Programm ist. Mhm. Danke. Der Carsten habe ich dann. Ja, genau. Hallo zusammen. Ich habe tatsächlich eine Vor-Ort-Frage für den Impuls. Ja. Ich muss mich um nichts kümmern, das höre ich natürlich gern. Schauen wir mal, was dann fehlt. Ich habe deine Anforderungen an. Ja, genau, habe ich ja noch eine Antwort. Nachdem wir ja über die Historie drüber gehen, sehe ich ganz viele Grafiken mit Zeitstrahlen und so und hatte ja auch schon gefragt an anderer Stelle, wie schaut es denn aus mit Aufhängen von Postern? Ich hatte nach einem Second Screen gefragt für einen Vortrag, das gibt es wohl nicht, aber was haben wir denn für Stellwände und was für... Stellwände können wir beliebig dazu buchen. Also wir haben jetzt mal für alle Räume Stellwände und Flipcharts gebucht. Ne, da müssen die Session Owner halt ein bisschen drauf achten, wie das dann ist, ob man die sieht im Stream, ob man die in die Kamera dann richtet. Aber wenn du neben der Bühne was brauchst oder auch für die Assemblies haben wir für alle eine Stellwand mitgebucht. Ne? Wenn du jetzt sagst, du brauchst während deines Vortrags neben der Bühne noch eine Stellwand, dann können wir das auf jeden Fall machen. Das ist kein Problem. Okay, Stellwand ist so eine normale Metaplanwand. Also. Genau. Okay. Ja. Genau. Ja, perfekt. Ja. Sehr gut. Dann habe ich den Frank noch mit einer Hand. Also ich habe noch einen Session-Vorschlag und ich war jetzt nicht schnell genug, mir zu merken, wo muss ich den posten. Wenn die Session rum ist, lege ich in Slack einen Kanal an, Session-Pitch, und dann schicke ich nochmal eine Info-Mail an alle. Dann ist bis morgen 12 Uhr Zeit, dort was vorzuschlagen und dann voten wir 24 Stunden drauf und dann nehmen wir einfach die 4 mit den meisten Stimmen. Danke sehr. Strictly democratic. Gerne. Genau, und ich meine, wie bei jedem Barcamp der Hinweis, ne, wenn es irgendeine Session nicht ins Programm schafft, wir haben genug Raum. Vor Ort gibt es Sofas, Räume, wo man sich zurückziehen kann. Also dann kann man die auch einfach selber noch anbieten und auf dem Allgemeinkanal in Slack announcen. Und wer dann kommt, der kommt dann mit dazu. Der Achim. Ja, hallo zusammen. Ich habe eine ganz einfache Frage. Wir veranstalten eine Session. Und jetzt sind ja hier so viele, die vielleicht mit hybriden Veranstaltungen schon Erfahrung haben. Was wäre jetzt so ein Best-Practice-Szenario? Wir möchten im Plenum Themen sammeln. Ja, danke auch für die Vorstellung des Whiteboards. Wir möchten die vielleicht clustern und dann gemeinsam priorisieren, vielleicht eine Abstimmung, um zu entscheiden, was wir danach diskutieren. Also ein klassisches Szenario, aber was ist da im hybriden Raum jetzt so eine Empfehlung für Best-Practice? Also können gerne die anderen auch gleich noch mit reinspringen. Ich würde sagen, was wichtig ist, auch für die Vorteilnehmer, alle sollten ein Endgerät dabei haben, mit dem sie in die Besprechungen rein können. Da ist wichtig, ohne Audio-Option, damit es in dem Raum keine Rückkopplung gibt. Ja, und dann jetzt bei dem, was du sagst, hätte ich gesagt, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, das auf dem Whiteboard zu machen. Ja, da gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, hier über die Widgets kann man so einen Abstimmungsbereich machen. Da hat man so eine Fläche innen drin, da können Leute Post-its reinhängen und dann kann man sagen, jetzt habt ihr insgesamt 5 Minuten Zeit und jeder kann 5 Stimmen vergeben. Dann kann man einfach mit so einem Plus-Minus auf den Post-its voten und kriegt dann automatisch die Reihenfolge, was sind die Top-Themen. So macht man so Lean-Coffees. Was wichtig ist, ihr könnt nicht den Timer verwenden auf dem Whiteboard, weil wir ein Whiteboard haben für alles. Das heißt, da müsste man dann so ähnlich wie ich das gemacht habe. Jeder hat ja, wenn er Windows hat, diesen Alarm und Uhr. Dann müsstet ihr euch irgendwie einen eigenen Timer-Mechanismus noch stellen, um zu sagen, jetzt noch 5 Minuten. Weil sonst, wenn 3 Sessions parallel laufen, die alle einen Timer verwenden, dann gibt es großes Chaos auf dem Whiteboard. Also das wäre mein Gedanke dazu. Ich weiß nicht, ob jemand anders noch andere Ideen hat. Achim, ich kann dir zeigen, wie wir das nochmal machen, genauso wie es der Simon empfohlen hat, nur dass du ein bisschen Übung drin bekommst, wenn du möchtest. Ja, sollen wir dazu einen Termin machen? Also, oder? Ich frag mich gleich ein. Ja, okay, gut. Frank Gehrig, ja? Okay. Ja. Ja. Genau, und danke. Dann habe ich noch eine Hand mit dem Boris. Ja, ich habe noch mal eine Frage zu den Slack-Channels, die du vorhin gezeigt hast. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, ich habe mich schon angemeldet für Slack, aber die Kanäle sehe ich noch nicht. Sind die noch nicht freigegeben oder woran mag das liegen? Doch, du kannst hier oben auf alle Channels,
Also wir tun euch nur in den Kanal allgemein, den kriegen alle. Ah, okay. Und wenn du hier auf alle Channels gehst, dann siehst du alle. Und den kannst du dann, wo du nicht drin bist, ne, Raum und Abu bin ich nicht, kannst du hier beitreten. Allen, denen du beigetreten bist, die landen dann hier links. Ganz wichtig noch, ihr habt alle hier unten einen Channel hinzufügen. Wenn ihr sagt, wir haben drei Personen identifiziert, wir haben ein gemeinsames Thema oder wir saßen da zusammen, wollen das weiter diskutieren, feel free to add channels. Also ein Kanal ist so wie ein virtueller Raum, ne? Wie ein Tisch, da spreche ich was und ich sage, jetzt stehe ich vom Tisch auf, gehe woanders hin, will aber später weitersprechen. Legt da gerne Räume an, hab keine Angst vor vielen Channels. Ne? Wir werden, was sinnvoll ist, wenn man jetzt sagt, es gibt einen neuen Kanal, was ich, du hattest ja mal dieses Lernen und Arbeiten angelegt, ne? Wenn du da ein Thema hast, ne? Im Allgemeinkanal kann man, wenn man einen Hashtag vor den Kanalnamen schreibt, ist automatisch immer der Kanalname auch verlinkt. Ich schaue mal gerade hier, ob ich da irgendwo ein Beispiel finde. Ich gestern schon, da hatten wir mal die, als wir die Mindtest-Session angekündigt haben zum Beispiel. Hier, ne? Gibt es sowas, ne? Blablabla. Wer Lust hat, kann gerne reinschnuppern, kann gerne im Kanal Mindtest. Ne? Und hier steht das Hash Mindtest. Wenn ich hier auf Mindtest klicke, lande ich automatisch im Kanal Mindtest. Ne? Und so könntet ihr sagen, keine Ahnung, Achim, ihr habt identifiziert, Community Management bei NGOs ist ein Thema, dazu wollen wir einen Kanal anlegen, da müsst ihr niemanden fragen und braucht keine Berechtigung, sondern wir haben das so konfiguriert, dass alle, die teilnehmen, gleichberechtigt dort auch Kanäle anlegen können. Was, Boris? Nicht so ganz, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich sehe diese Auswahl, alle Channels, die sehe ich bei mir gar nicht, aber ich muss einfach mal gucken, ja. Das ist vielleicht irgendwie... Ansonsten kannst du unten bei Channel hinzufügen, wenn du da drauf klickst, dann ist das untere Channels durchsuchen und da landest du bei der gleichen Auswahl. Alles klar. Okay. Genau, Boris, ich habe auch das gleiche Problem gehabt, du musst einen neuen Channel suchen und wenn du den einen gesucht hast, taucht plötzlich die Funktion auf alle Channels, die hatte ich auch nicht. Die kommt erst, wenn du den zweiten Channel mal ausgesucht hast, dann verändert sich die Oberfläche. Und du kannst bei der persönlichen Einstellung noch, da gibt es einen Reiter Seitenleiste, dort kannst du sagen, dass du den Channel Browser, also alle Channels sehen willst. Wahrscheinlich ist das bei dir ausgeschaltet. Okay. Ja, dann müsstest du den auch sehen. Den Oliver habe ich noch. Eine Hand schaffen wir noch, obwohl schon 50 ist. Ich habe eine Real-World-Frage. Genügend WLAN habt ihr vor Ort? Genügend WLAN haben wir vor Ort, genau. Wir haben auch einen Lasttest gemacht, das funktioniert. Wir haben sehr guten LTE-Empfang, wir haben ein eigenes Referentennetz. Also alles, was man vorab testen kann, scheint gut zu funktionieren. Wir haben auch eine Anzahl von Mehrfachsteckdosenverlängerung. Also bei vielen Veranstaltungen war jetzt Strom genauso großes Problem wie WLAN. Was nicht schadet, ist, wenn ihr sagt, ihr habt viele Geräte dabei, nochmal so einen Dreifachstecker oder so in den Rucksack zu schmeißen. Also wir schauen, dass auch genug Strom da ist. Wenn jetzt aber jeder von 100 Leuten vor Ort drei Geräte mitbringt, 600 Anschlüsse haben wir nicht. Aber da kommen wir, glaube ich, dann gut hin. Okay. Und dann habe ich noch für den Achim eine Empfehlung beziehungsweise auch eine Frage an dich, Simon. Concept Board kann auch Abstimmungen. Also da kann ich mehrere Post-its markiere und sage abstimme, aber ich glaube, das wird bei euch auch nicht funktionieren, weil wenn da so viele drauf arbeiten gleichzeitig, könnte das schief gehen. Genau, oder? Theoretisch könnte irgendjemand, der von einer anderen Session kommt, könnte dann bei dir mit abstimmen. Ne? Wenn das so ist, wenn ihr das braucht oder wenn ihr auch Timer braucht, könnt ihr gerne auch ein eigenes Concept Board. Mir haben Leute angeschrieben, die wollen Mural verwenden. Da wäre es halt schön, dann bei der Session einfach ein Post-it oder irgendwas zu machen oder einen Text mit einem Link, ne, dass man weiß, die Doku zu der Session ist auf einem anderen Whiteboard. Das würden wir dann hinterher in der Dokumentation zusammenfassen, dass die ganzen Links beieinander sind. Genau. Also nochmal zu Abstimmungen. In Mural gibt es diese Möglichkeit spontan, also ist ja wahrscheinlich gar keine Funktion, spontan abzustimmen, indem man einfach den Mauszeiger auf ein Thema setzt. Das wäre aber doch möglich, auch wenn es jetzt so ein allgemeines Board ist. Nur, dass halt irgendjemand von ganz woanders quasi, der gar nicht in deiner Session ist, auch seinen Mauszeiger zufällig da haben könnte. Ne? Ist dann so. Ja, Concept Board hat halt eine separate Abstimmfunktion, die nicht ganz selbsterklärend ist. Das muss man ein-, zweimal auch vorher ausprobiert haben. Und, aber ansonsten funktioniert die ganz gut. Und du kannst auch ohne Probleme einfach 20 Punkte zur Verfügung stellen und dann soll jeder 2 Punkte an die Stelle schieben, wo er abstimmen möchte. Ja, und falls ihr irgendwie merkt, das wird hakelig, ihr braucht doch was anderes, dann meldet euch bei uns, dann legen wir gerne auch noch Concept Boards an dafür. Oder ihr nutzt halt, wie gesagt, ein eigenes, das geht auch. Danke. Okay, ja. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns. Es geht los, bald.
Falls noch Fragen aufkommen, ihr könnt gern, wie gesagt, diesen Allgemeinkanal in Slack verwenden. Ihr könnt gerne auch an die E-Mail-Adresse schreiben, also da wird auch mitgelesen. Und wer Lust hat, kann jetzt auch gerne nochmal rüber in Slack und sich da so ein bisschen versuchen zurechtzufinden. Und wenn ihr wollt, auch gern die Huddle-Kanäle mal, also diese Audio-Chats in Huddle probieren. Ne, vielleicht eignen sich da die Assemblies dafür. Da sind überall die Huddles aktiviert und auch in den Räumen. Ne, also wenn ihr wollt, geht da mal rein. Wahrscheinlich macht es Sinn, ich sage jetzt mal so von Content Creation, Podcasting, das sind 4 Stück. Ne, wenn von allen, die da sind, jetzt vielleicht 20 ausprobieren, dann hätte man so 5-4er-Gespräche oder so. Da kann man das einfach mal testen, wie das funktioniert. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, online oder offline. Lesen, schreiben uns. Wir freuen uns. Bis bald. Alles Macht's klar. Gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao. Ciao. Bis dann. Bis später. Ciao. Ciao. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.